Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Das geht in die Finger. Und diesmal mit einem Spiel, das keiner von euch kennt vielleicht, weil keine Ahnung. Und zwar handelt es sich hier um Firewing 64. Und wie im Namen schon irgendwie drin steckt, dass die Zahl 64, ich denke der Entwickler, also hier, keine Ahnung, Studios Bezos, keine Ahnung wie sie heißen, Version 1.1.1. Ich möchte uns mehr oder weniger so ein bisschen die alten, guten N64-Zeiten mehr oder weniger nachbringen, auch grafisch natürlich, ja. Ich spiele das Ganze mit einem Controller, weil es irgendwie doch ein bisschen chilliger ist. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, also von dem her keine Ahnung. Das ist ja auch das Coole daran, das geht in die Finger, ist ja mehr oder weniger teilweise, oder sagen wir es mal so, wenn ich ein Spiel nicht gespielt habe, also blind, dann steht es auch im Titel. Und wenn ich das schon angezockt habe davor, dann steht halt kein Blind im Titel, ja. Einfach nur so. Okay, fangen wir an. Oh no, the Peace Crystals. Machen wir es einfach ganz cool. Oh no, the Peace Crystals had been shattered. You'll need to gather up the fragments and fuse them back together in order to restore peace to the lands. Okay. Erinnert ein bisschen an Spyro the Dragon. Nur halt irgendwie gestört. Also das Coole ist, man kann die Kamera schön einsetzen. Man kann auch einen Doppelsprung machen hier. Beißen. Und rennen. Yeah, kann man auch, okay. Aber sonst kann man nichts mehr. Press attack to speak. I saw the fragments of the shattered crystal shatter everywhere. Oder scatter everywhere. As a warning, some of my greedy friends may have grabbed some. But I'm sure they would be willing to part ways with them for the right price. Oh, and be sure to watch out for the new hostile minis. Okay, I try my best. Erinnert ein bisschen an, okay, Mario, ja. Oder so. Die Musik scheint jetzt hier ein bisschen, mein Gott, ja. Also es hat was von... diese typischen 90er Jahre, Spiele, die es da echt immer gab, Gags oder Spyro eben, The Dragon. Mit Mario würde ich es jetzt nicht vergleichen, weil der Charakter, also Mario lässt sich ganz anders steuern, also vom Typ her erinnert mich das dann doch eher an ein flüssigeres Spyro, ein bisschen. Alter, ihr Scheiß. Autsch. Das ist ein Wildschwein, oder was? Ja, und Leben kriegen wir hier auch, oder? Nur Münzen. Wir entfliehen dem Ganzen hier ein bisschen. Fliegende Schweine, okay. Ja, wie ihr gerade mitbekommen habt, ist das hier so ein bisschen die... Der Figel Loop. Fertig. Und ja. Oh, das war... Das war aber knapp. Oh, halt. Eigentlich nur durchrennen müssen. Okay, da sind Flügel. Oh. Wow, das hat aber... Ah, okay, okay. Nice! Hat ein bisschen was von eben Mario, Super Mario da mit dem... Crystal Collected, yeah! Okay. Und die sind jetzt alle hier irgendwo, oder was? Wahrscheinlich möchte das Ding, dass wir darüber fliegen. Oder da hoch. Nehmen wir es einfach mal.
silberne Münze. Oh, ich dachte schon, es tut uns weh, wenn wir jetzt hier irgendwie ja, relativ weit fallen. Oh, danke. Das war knapp. This platform will take you to Peace Crystal Island. Okay, but beware, but be warned, it's a long journey. Okay. Machen wir gleich, aber ich muss noch ganz kurz wohin? Das ist, oh. Die werden aggro, wenn sie uns sehen. Autsch, das tat weh. Aber nicht ihm, denn er spürt keinen Schmerz, wenn er fällt. Wie es aussieht. Okay, dann gehen wir auf diese Plattform, die uns nach ja, Peace Treasure Island oder wie das Ding heißt, bringt. Man kann sich auch nicht bewegen, das ist gut, man kann also nicht runterfallen. Das Spiel ist eigentlich ganz cool gemacht hier, Firewing 64. Es hat eben diese typischen Elemente wie aus dem N64-Spiel. Ich finde es wirklich cool gemacht. Es ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist kein Blockbuster. Ja, das ist auf jeden Fall, das seht ihr auch selbst. Aber derjenige, der es gemacht hat, hat sich, denke ich mal, ein bisschen schon Mühe gegeben auf jeden Fall mit dem Spiel. Es ist auf jeden Fall auch spielbar, gerade wenn ihr irgendwie kleine Geschwister habt und sowas, weil die verschlingen ja Spiele wie noch was. Dass sie halt dann irgendwas, was ich innerhalb von 2 Tagen dann schon ein neues Spiel wollen, ja, weil sie das Alter schon durchgeschafft haben, mehr oder weniger. Finde ich Indie-Games auch ganz nice. Natürlich muss man sich nicht wirklich jeden Schrott runterladen. Das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Spiel, wie gesagt. Das ist gut gemacht und alles drum und dran. Es ist halt auch Geschmackssache, ja. Also ich würde es jetzt, kommt drauf an, wie ich drauf bin, würde ich schon durchzocken, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich sehe da jetzt keine atemberaubende Grafiken oder irgendwas. Aber trotzdem ist es halt immer so das Schöne an so einer Sache, weil man halt dann eben näher an dem Eigentlichen ist, ja. Also man sieht ja auch die Glitches oder irgend so einen Scheiß, die man auch bei großen Spielen sieht. Sagen wir es mal so, es gibt Spiele, die halt sonst nicht starten würden, wenn sie irgendwie keinen Patch bekommen. Ein First-Day-Patch oder was auch immer. Und das Spiel läuft halt einfach ganz normal, ja. Ich denke mal, es wird noch ein paar Glitches zeigen oder so. Vielleicht wird es auch noch abstürzen, ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. With all of the piece shards, you will need to fuse them back together. Place them on the machine and repeat the button sequence until they fuse together. Okay. Okay, na gut, wir haben ja schon ein paar. Achso, das ist. Okay, das ist hier, wo. Hier noch geht. Da unten scheint sowas wie ein Dings zu geben, wie eine Strecke, wie eine Rennstrecke. Schrecke vor allem. Strecke. Also. Nö, tut und nichts. Da können wir aber irgendwie nicht rein. Warum auch immer. Firewing Rally heißt da zumindest. Ist sowas geplant? Wer weiß. Und es wurde etwas dunkler hier in der Höhle. Hilfe. Da hast du ja auch irgendwo ein Crystal Shard. Jetzt wird's wieder hell, okay. Ist cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie was übertrieben Heftiges, ja. Ich denke, das wisst ihr jetzt mittlerweile auch schon.
aber es hat trotzdem seinen gewissen Charme, ja, auch wenn hier hinten jetzt zum Beispiel gar nichts ist oder so. Hat es dennoch seine, ja, ich denke mal einfach seinen, ja, den Stil, den derjenige kopieren wollte, ähnelt halt, wie gesagt, meiner Meinung nach so ein bisschen Spyro und Gags und so Zeugs halt, also diese typischen 3D, die allerersten 3D Jump'n'Run-Plattformer. Genau. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich denke mal, hier können wir den Wall-Jump machen. Das ist eigentlich, denke ich mal. Warte mal. Ups. Ah, okay. Sowas in der Richtung. Muss mal gucken, wie er den eigentlich macht. Okay. In der Hoffnung. Und da war ein Medipack. Nice. Die Musik ist halt schon ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Die geht mir so hart auf die Eier. Weil die halt sich wirklich dauernd wiederholt. Da hätte man auch vielleicht so ein, zwei, drei Titel irgendwie hinklatschen können. Ja, das ist so ein bisschen. Machen wir jetzt das Rating auf. Ah, und eine Stampfattacke haben wir auch. Habe ich mir schon fast gedacht, eigentlich, dass wir das Ding aufmachen. Und ich schwöre euch, ich habe das Spiel nicht gezockt. Aber es war einfach mir gerade irgendwie so hart klar, weil ich habe sonst nichts anderes gesehen. Das schauen wir uns jetzt noch an. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja. Ups, das tat weh. Das ist so ein Spiel, das könnte ich mir vorstellen, dass es früher mal irgendwie auf so einer Ding gegeben hätte, auf so einer, keine Ahnung, Zeitschrift halt. So gratis mit dazu oder sowas. Weil es doch eigentlich gut gemacht ist, ja, wie gesagt, das ist. Da wurde ein bisschen was eingebaut hier, also Racing und das und das und das, also ist schon cool gemacht. Wo dürfen wir jetzt drin fahren? These parts have been abandoned for a while, so I'm not sure if that card still works or not. Let's try it out. This card appears to be broken. Schade. Eine Ölspur. Aber es gibt wahrscheinlich irgendwo hier die Möglichkeit, dieses Ding wieder zum Laufen zu bringen. Denke ich jetzt einfach mal. Jetzt mal hier umschauen und Boost, okay. Aber es scheint mir so, als wäre hier eigentlich nichts mehr, außer halt eben so ein bisschen Grünzeug und Baum und ja. Also ich denke mal, irgendwo könnte man was finden, aber keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wie gesagt, das Spiel an sich finde ich ganz nice gemacht, ganz witzig. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung, wie immer. Wenn irgendwas ist, schreibt es einfach rein. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Das geht in die Finger. Haut rein und eben bis zum nächsten Mal. Ciao.